Einen wunderschönen Mahlzeit. Ich wollte schon guten Morgen sagen. Los geht's, wir sind live. Attacke einloggen, Vault Opening. Was haben wir in den Kisten? Gucken wir jetzt rein. Auf allen Chars. Ich muss erst mal gucken, wie viel wir gefarmt haben hier. Also zumindest, also ich gehe mal davon aus, wir haben auf mindestens 4 Chars voll 3 Kisten. Mindestens. Ich glaube, es sind eher 5 bis 6, aber ich glaube 4 auf jeden Fall. Und ich will auch gar nicht lang schnacken. Wir gehen gleich rein. Weil ich bin heiß heute. Ich will Arena spielen. Ich will Gear upgraden. Ich will fetten Loot. Tür geht auf. Zack, zack. Was haben wir drin? Oh. Oh. Da ist so viel Verse drauf. Ist es vielleicht nicht sinnvoller, sich dann was zu craften, aber ich glaube, bevor wir die Sparks haben, braucht den zweiten Splitter auf jeden Fall für irgendein Embellishment. Und ich glaube, auf Hunter habe ich mir noch gar nichts gecraftet, deswegen, ich glaube, die Halskette ist gar nicht so verkehrt. Weil Armschienen könnte ich mir auch theoretisch diese Woche von Dings kaufen. Dann könnte ich zwei Ringe von Conquest holen. Einen sogar craften. Ja, taken wir doch, oder? Haste Verse ist jetzt nicht so viel Haste. Aber wir sind schon sehr hoch im Haste. Deswegen ist jetzt gar nicht so verkehrt. Auf jeden Fall ein Upgrade. Können wir sagen. Und dann machen wir das auch gleich fertig. So, was brauchen wir? Wir brauchen Gegenstandsverbesserung. Hals. 2 Medallions. Schönen guten Tag. Hallo. Was geht ab? Hals. Dann brauchen wir ein goldenes Medallion. Dann brauchen wir Edelstones. Und ich würde sagen, dadurch, dass da so viel Versatility drauf ist, gehen wir in die Haste Mastery Geschichte rein hier in die Sockel. Sonstiges. Was war? Haste war, glaube ich, E-Smaragd, ne? Kann das sein? Ne, ich fange gerade damit an. Ich bin gerade dabei, alle Kisten aufzumachen. Und Hunter ist schon mal gut. Hunter hat Halskette gekriegt. Und das ist gut, dass ich, weil die wollte ich mir wahrscheinlich von Conquest kaufen. Deswegen ist ganz gut, dass wir die jetzt, dass ich noch nichts ausgegeben habe hier. Bam, Sockel. Ja, gucke ich gleich. So. Zack, dann haben wir den Hunter fertig. Fürs Erste. Wir können uns hier auch immer noch 2 Items craften, ne? Splitter müsste ich nochmal farmen. Aber das machen wir alles gleich. So, gucken wir uns den nächsten Charakter an. Char Nummer 2. Der sollte eigentlich auch 3 Kisten haben. Gehe ich zumindest von aus, ich hoffe. So. Oh, ich sehe das schon glitzern da. Aber ich weiß ja, auf Rogue bin ich halt auch so unentschlossen, ne? Da habe ich mir noch gar nichts gecraftet. Da habe ich mir nicht mal die zweite Waffe gekauft. Weil ich so unentschlossen bin auf Rogue. Gucken wir mal rein. So. Haste Verse, ne? In den good old days würde ich sagen, geil. Aber Haste ist ja irgendwie lost. Schultern, Haste. Habe ich die Schultern schon? Ne, Schultern habe ich noch nicht, das ist gut. Und auch wenn die Haste Verse sind. Warte mal, jetzt gucken wir mal schnell. Der Klicker, was gab es bis jetzt? Wir haben Halskette auf Hunter gekriegt. Haste Verse haben wir auch schon gleich gesockelt. Und ich bin hier mal. Oh ja, Schultern wandelt man doch safe um, oder? Ich meine, gut, hat mehr Crit als Mastery.
Aber wenn man Four-Sets spielt, dann würde ich sagen, dass die Schultern da auf jeden Fall drin sind, ne? I don't know. Wir nehmen einfach die Schultern mit Haste Verse. Ich glaube, wir haben da sowieso jetzt gerade Crit drauf. Ja. Also zwar ist Crit jetzt besser als Haste, aber es ist ein Upgrade auf 4,89. Und das stört uns dann halt auch nicht, weil uns ja keine Mastery flöten geht, ne? Deswegen sage ich, wir nehmen uns hier die Schultern und die wandeln wir dann später um und dann haben wir hier auch Mastery drauf und dann sind wir damit Gucci. So, das war der Rogue. Eigentlich sehr, sehr gut. Also man kann was aus den Items machen. Ist nicht irgendwie so das Beste, was man sich wünschen kann, aber man kann es gebrauchen. Ich sag mal so, ne? So, dritter Char. Mage. Ach du Jemine. Den haben wir übrigens letzte Woche auf Frost einmal geskillt. Das kann man sich nicht vorstellen. Frost macht unglaublich viel Schaden. Also sehr hohes Burst- und One-Shot-Potential momentan. Wenn man dazu kommt. Wenn man Heiler hat, die einen auch am Leben halten, ne? So, Brust, Master Reverse. Oh, auch Heizkette, Haste-Verse, ne? Ai. Das Ding ist, hier würde ich mich aber anders entscheiden wahrscheinlich. Man spielt wohl Beine auf jeden Fall, Hände, Schultern habe ich schon und Kopf-Brust spielt man gar nicht. Aber wäre das größere Upgrade, ne? Aber craftet man sich... Warte mal, ich habe ja noch... Das ist stark. Also wir können uns hiervon tatsächlich... Also Precog haben wir schon. Precog haben wir uns gecraftet. Jetzt müssen wir gucken, was wäre noch ein zweites Embellishment. Das könnten wir uns dann auf die Brust hauen. Dem Teil... ich nehme hier die Halskette. Also Brust macht hier wirklich keinen Sinn. Wäre das Haste Verse Non-Set Item, wäre big. Jenko, moin! Ich habe jetzt auf 3 von 5 Chars Four-Set und hatte mit Hunter Waffe drin, habe aber keinen Four-Set mit dem. Ja gut, das ist ein bisschen ärgerlich. Obwohl, ich weiß gar nicht, wie das bei BM aussieht. Auf Survival wäre es natürlich richtig big gewesen, Four-Set zu haben. Wahrscheinlich aber auch auf BM, ne? Aber überall die Waffen drin. Das ist so ein bisschen das, wovor ich Angst habe, weil ich ja meine Trophäen aus der ersten Woche und aus der zweiten Woche ausgegeben habe für die Waffe, also für die Bloody Token Waffe. Und wenn ich jetzt eine Waffe drin hätte, dann hätte ich mir davon auch andere Sachen kaufen können, ne? Also Brust wäre natürlich big, aber craften wir uns lieber und machen dann Embellishment drauf, deswegen nehmen wir hier auch die Halskette. Wir sind, glaube ich, sowieso bei 42% Haste auf Mage, deswegen ist das ganz okay und selbes Prozedere wie auf dem Hunter auch. Wir gehen ins Auktionshaus, holen uns erstmal schön Sockel. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich mit dem Gold auskomme, weil ich habe irgendwie mein ganzes Gold in so einem blöden Shuffle-Tournament bin ich das losgeworden. Weiß auch nicht, wer mich da auf die Idee gebracht hat. Gegenstandsverbesserung, Hals. So. Zwei von denen. Ein von denen. Und jetzt ist natürlich die Frage... Ich glaube, als Mage willst du so viel Verse auch stacken, wie es geht, ne? Oder ist Mastery auch ein guter Off-Wert? Also zumindest, ja, auf Fire macht es gut Sinn. Pass auf, ey, wir sind sehr hoch im Verse-Bereich. Wir sind auch hoch im Haste-Bereich. Wir gehen hier auch einfach all in. Wir holen uns einfach hier die Sockel mit Haste Mastery. Genauso wie auf Hunter auch. So. Ysmaragd. So, dreimal. Eigentlich wäre es jetzt auch an der Zeit, sich den Sockel mit Primary Stud craften zu lassen, da, den Stein. Aber, ich glaube, das spare ich mir auf für den Zeitpunkt, wo man sich den Hals mit. Also den Hals selbst gecraftet hat.
Dann hat er ein bisschen bessere Werte. So, so, so. So, so. So, dann haben wir das. Abbrechen, nee, will ich hier nicht zerstören. Haste Mastery, das ist gut. Bisschen Mastery Increase. Perfekt. Und natürlich nicht vergessen, wenn ich fertig bin hier mit Weekly Vault Opening, dann machen wir natürlich auch die Weekly Quests. Das heißt, die 100 Kills für die 8 Trophies. Da mache ich gleich Gruppen auf, da könnt ihr euch anmelden und dann geht das los. So, jetzt muss ich erstmal Chat hier lesen. Kauf dir eine WoW-Marke. Bist du, ich bin noch nicht Krösus. Hatte nirgends Crap, beide Wochen immer was Brauchbares dabei gewesen. Ja, geht mir genauso. Also irgendwie kann man irgendwas dadurch auch gebrauchen. Würde Haste Verse nehmen als Sockel oder Ring. Wann hast du das geschrieben? Ach, da ist er ja schon. Ja, natürlich. Hier bin ich, hier bin ich. hast mich gestern vermisst? Ja, ey, gestern war... Ich war komplett out of order. Ich hatte tierische Kopfschmerzen und auch absolut keinen Bock, irgendwie live zu gehen oder sowas. Und war auch den ganzen Nachmittag tatsächlich beschäftigt, noch die Runden zu schneiden, die Thumbnails zu erstellen, die Beschreibung zu schreiben von dem Tournament. Die gehen heute bis 17 Uhr, sollten alle Folgen auf YouTube online sein. Ich habe bis eben auch noch dran gesessen und die hochgeladen. Also die werden jetzt im Hintergrund noch verarbeitet und dann... Ja gut, Trinket kann man halt gebrauchen, aber ein Set-Teil oder so, Set-Piece wäre big gewesen, ne? Gut, nehmen wir das Trinket. Muss man trotzdem kaufen, ne? Also es ist, gebrauchen kann ich's. Ist zwar nicht das Beste, was man sich vorstellen kann, aber gut auf jeden Fall. Jetzt darf ich das nicht vergessen, meine Leiste zu ziehen, weil sonst sitze ich in der Arena und lasse meine Mates sterben. Das wollen wir nicht. So, das war der Druide. Das war eine schnelle Nummer. Haste vs. Sockel. Ja, ich habe schon so viel Verse. Und ich glaube, so ein bisschen Damage Increase, gerade auf Fire Mage mit Mastery, ich glaube, das ist ganz gut. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Kostet ja nicht so viel, kann man ja auch noch umsockeln. So, Priester. Haben wir auch ein bisschen gespielt. Also wir sind ja schon bei 12 Kisten, ne? So, wie viele haben wir hier? Ich weiß gar nicht. Gucken wir mal. Ich hab gehört, du machst mit mir Firak HC. Will er von mir, dass ich raiden gehe? Gott, ist das peinlich. Ist mir schon ziemlich unangenehm, was für Leute ich hier im Chat hab. Oh, nur 2 Kisten. Aber Stab. Ja, doof. Doof. Aber den hätte man sicher früher oder später eh gekauft. Egal, rein da. Du leitest den Raid? Joa, ich guck mir fix einen Guide an. Ja, mach das mal. Wieso nicht gleich mythisch? Ich meine, die haben den ja schon down. Können wir das ja auch machen. Ja, ärgerlich mit der Waffe, ne? Die, 14 Trophies hätte ich jetzt gut gebrauchen können. Für das restliche Gear. Und ich bin mir auch auf Priest nicht, Disziplinpriester nicht sicher, ne? Also es gab auch letzte Season wieder 2 unterschiedliche Biss-Werte. Also viele haben einen Mix aus Haste Mastery gespielt. Diesmal bin ich Full Haste. Ich weiß noch nicht, ob das so geil ist. Vielleicht ändern wir da auch nochmal die ein oder anderen Sachen. Aber Stab mit Haste Verse ist auf jeden Fall eine gute Sache. Gegenstandsverbesserung, weise Hingabe, schallern wir uns rein, schön, 5000 Gold, habe ich gar nicht. Ich dachte, ich muss mir Gold schicken, mache ich gleich. Wir haben nämlich noch Hexenmeister gespielt. So, wie viele Kisten? 14 Kisten haben wir diesmal, ne? Letzte Woche hatten wir 18 gefarmt. Ich schwächel ein bisschen, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, Hexenmeister haben wir auch nicht voll gekriegt, glaube ich, da habe ich nur eine oder so.
Handgelenk. Okay, zwei Kisten. Das heißt, 16 Kisten diese Woche. Ich glaube, nächste Woche werden es weniger. Also ich glaube, den ein oder anderen Char werde ich hier aussortieren. Da, also bringt mir nicht so viel Spaß. Gerade so irgendwie so Hexenmeister und Priester, die sind nicht ohne Grund auch in der im Charakterauswahlmenü ganz weit unten. Na gut, Armschiene. Ist gut, ist gut. Kann man maken. Holen wir uns noch schnell die VZ für die Armschiene, damit wir das nicht vergessen. Gibt ja nichts Schlimmeres, als unvz'ed irgendwo spectated zu werden. Das ist ja peinlich, ne? Das wollen wir nicht. Geschwindigkeit, zack, knallen wir rauf. Fertig. So. Und das war's wieder für diese Woche. Weekly Vault Opening. Ich würde mal sagen, die Ausbeute war... Ja, es waren auf jedem Chars auf jeden Fall Upgrades dabei. War nicht das Beste, aber es waren auf jeden Fall Upgrades. Selbst wenn es nur 3 Year-Score gewesen sind. Aber das war's für diese Woche. Und Freunde, auf YouTube sehen wir uns wieder nächste Woche Mittwoch. Wieder zum Weekly Vault Opening. Bis dann. Peace. Oh, jetzt hab ich das Ding hier angehauen. Ist das nicht geil? So, jetzt können wir uns um den ganzen anderen Scheiß kümmern.